Ich darf mir kurz vorstellen, ich bin der Moser Christian, ich bin der Nikolaus von der IGONTABASS in Hallein. Wir sind da jetzt gerade auf der Berner Insel bei der Maskenausstellung von IGONTABASS. Heuer haben wir genauso wie letztes Jahr auch wieder einen karitativen Hintergrund. Es geht da um einen kleinen Johannes. Das ist ein Knabe mit 4 Jahren, was schon 55 Narkosen gehabt hat, was leider Augenkrebs gekriegt hat. Auf einem Auge ist er blind und auf dem anderen sieht er nur mehr 20%. Und es geht jetzt um das, dass man versucht, um alles in der Welt diese 20% zu retten. Wir von der IGONTABASS, wir schauen, dass wir zumindest einen finanziellen Beitrag leisten können. Wir haben da eine Tombola ins Leben gerufen. Der Hauptpreis ist eine komplette Krampus-Ausrüstung, was auch gesponsert wird. Die einzelnen Personen haben die Möglichkeit, dass sie sich beteiligen mit einem Leihwahl, mit einer aufgedruckten Nummer. Das kostet 10 Euro. Da können sie teilnehmen bei der Tombola und auch den Hauptpreis gewinnen. Aber eigentlich in erster Linie sind wir alle Gewinner, weil es geht ja um den kleinen Johannes, wo wir versuchen, dass wir ihm das Augenlicht eben retten. Wir sind ja jetzt gerade da bei der Maskenausstellung in Hallein, haben gesagt, wir möchten auch im karitativen Bereich was machen, wollten den kleinen Johannes unterstützen. Darf ich euch kurz bitten, dass ihr euch vorstellt, wer seid ihr und was geht es denn überhaupt beim Johannes? Also wir sind die Familie Wimmer, wir kommen aus Adnet. Wir haben in Johannes seinen 7. Lebensmonat durch einen Zufall draufgekommen, dass er ein Retinoblastom hat. Das ist eine Augentumorserkrankung. Es ist einmal mit 7 Monaten ein Auge total entfernt worden als Vorsichtsmaßnahme, damit ja das Gehirn nicht irgendwelche Tumorzellen mehr oder weniger weitergeleitet werden. Und haben am 2. Auge leider sehr viele Tumore auch noch weiters gehabt. So weit, dass wir 14-tägige und 3-wöchige Operationen gehabt haben an dem einen Auge. Das ist dann einmal so weit gekommen und so groß geworden, dass wir sogar nach Deutschland haben fahren müssen. Einmal in der Woche, vom August bis im Dezember eine, hätten wir bald das 2. Auge entfernen müssen, weil es eben schon so viele Tumore gewesen sind. Haben dann durch, Gott sei Dank, ein bisschen eine neue Methode, durch eine Chemotherapie, die was eben direkt ins Auge gespritzt worden ist, das zurzeit sehr gut im Griff. Hoffen, dass es natürlich weiterhin noch sehr gut so bleibt. Das Auge ist leider erst mit dem 5., 6. Lebensjahr fertig ausgereift und so lange können sich Tumore noch ansiedeln. Und der Johannes hat erschwerend nur dazu einen Gendefekt und hat somit auch weiters mit Krebs wahrscheinlich in seinem Leben nur zu tun, weil einfach jede Zelle von seinem Körper eine Fehlinformation hat und das Auge halt einfach jetzt einmal der erste schwere Teil ist von unserer Hürde. Zurzeit sind wir mal auf einem stabilen Weg und hoffen halt, dass wir das ein bisschen nur so halten und bleiben können. Gell? Wenn ich da höre, ihr seid das oft in Deutschland, nehme ich an, dass das sehr viel mit Kosten verbunden ist. Kriegt man da Unterstützung? Wie läuft das? Müsst ihr das alles privat zahlen? Wir sind von der Gebietskrankenkasse damals mit dem Flug vom Johannes unterstützt worden. Wir können oben in einem Elternheim wohnen. Das ist also von einer Vereinigung von oben, auch von einer Kinderkrebshilfe aus, können wir wohnen. Aber wir haben natürlich auch sehr viel privat dazu zahlen müssen, weil ohne Papa wäre so eine Reise überhaupt nicht denkbar gewesen. Allein schon erstens mal will man beim Kind sein, zweitens einmal, dass man auch diese Seelenunterstützung für die Mama, fürs Kind gegeneinander, es ist ja doch nicht nur, dass man sagt, wir fahren jetzt auf Urlaub, haben dadurch natürlich selber ein bisschen einiges auslegen dürfen, was aber da gar nicht jetzt im Vordergrund gestanden ist. Man nimmt alles, man macht alles, dass das einfach, dass man als Familie da zusammen das machen kann, weil man diese Stärke braucht. Weil diese Untersuchungen sind ja nicht nur, man kommt hin, man wird da betreut, sondern das sind teilweise stundenlange Wartezeiten. Da wird da was gesagt, vorgeschlagen, du musst innerhalb von kürzester Zeit umdenken, umschalten, Papa, entscheiden, was macht man jetzt. Und es geht eben nicht nur um eine Kleinigkeit, sondern wirklich darum, dass der kleine Kerl die beste medizinische Versorgung kriegt. Und da sind natürlich schon die Berge ein bisschen angewachsen. Wir haben damals eben vor 8 Jahren ein Haus gekauft. Das war natürlich alles jetzt nicht geplant, dass ich jetzt dann natürlich dienstlich ausgefallen bin und habe natürlich dann 9 Monate auf Hospizkarenz sogar gewesen, weil es nicht so gut ausgeschaut hat. Und das haben wir jetzt mal ein bisschen abwenden können. Ich arbeite wieder und bin sehr froh darüber, dass wir da... Ja. Jetzt muss ich noch den kleinen Johannes was fragen. Wir sind ja bei der Maskenausstellung, sind so viele Krampus da. Fürchst du ein bisschen? Nein. Gar nicht, gell? Nein.
bin der Hönecker Martin. Ich laufe seit 10 Jahren bei der Iganta Pass. Wir haben da zwei T-Shirts da. Seit letztem haben wir das angefangen. Spendenaktion für einen wohltätigen Zweck. Vorn ist unser Gruppenname aufgedruckt. Wie man sieht, auf der Hinterseite ist das von der Maskenausstellung. Da sind die ganzen Schnitzer Ausstellungen. Wir haben da den kleinen Johannes. Der hat leider mit den Augen sehr starke Probleme. Letztes Jahr haben wir ihm schon helfen können und ich hoffe, dass das heuer wieder geht und dass sie seine Gesundheit weit verbessern kann. Bei unserer Maskenausstellung jetzt in Hallen haben wir ja eine Versteigerung gehabt, eine Tombola. Und zudem ist Folgendes passiert, dass jemand sich bereit erklärt hat. Er hat gesagt, er möchte für einen guten Zweck, für den Johannes, dem was ja eine ganz schwere Krankheit, das Augenlicht fast komplett zerstört hat, er selber möchte einen guten Zweck machen und möchte eigene Krampusmasken versteigern. Ich habe da jetzt bei mir ein paar Herrschaften, die haben da selber ausgestellt bei uns, die haben da gerittert um diese Krampusmasken. Die darf ich mal fragen, warum habt ihr da jetzt mitgemacht? Ja, wir haben mitgemacht, weil es einfach um einen guten Zweck gehen soll und dass es einfach dem Bauer geholfen wird in der ganzen Situation, was halt jetzt ist und dass es einfach ist für ihn und für die ganze Familie. Also man kann da richtig sagen, Krampusse mit dem Herz am rechten Fleck, was ich so mitgekriegt habe, ganz gereicht hat es ja nicht beim Ersteigern, oder? Ja, ganz gereicht hat es für uns leider nicht, weil die andere Gruppe das halt ersteigert hat, aber es passt. Geld ist zusammengekommen und das ist einfach für einen guten Zweck. Super. Die letztendgültigen Besitzer darf ich jetzt auch noch mal kurz interviewen. Ich sage jetzt Besitzer von der neuen Krampusmasken. Hat es euch so gefallen? Wollt ihr spenden? Was war der Grund? Einfach einen wohltätigen Zweck. Der Familie ist geholfen, ein kleiner Kind. Ist auch geholfen. Ne? Tut mir halt einfach. Selbstverständlichkeit. Super. Bei uns von den Iganta Pass, also wir haben es total stark gemerkt, es ist ein richtiger Zusammenhalt von den ganzen Krampuspassen, die ja weit über Österreich rausgehen. Ich sage auch noch einmal ein herzliches Dankeschön. Ohne die was uns nicht alle unterstützt hätten, ohne die was uns nicht finanziell unterstützt hätten, hätten wir nicht da die Möglichkeit. Super, herzlichen Dank. There was a time when all my days were full of darkness and filled with sorrow. I could not see the light. Once there was a time when all my nights were cold and empty. Die Krampusse, was ja eigentlich mehr oder weniger das Böse verkörpern, zeigen sie da jetzt an dem Wochenende von einer ganz anderen Seite. Nach dem Motto, das Herz am rechten Fleck wird da eifrig gesammelt für den kleinen Johannes. Wir können wahrscheinlich das Leid von der Familie nicht ganz lindern, aber zumindest finanziell eine kleine Unterstützung geben.